Heute zu Gast. Pass auf, der Bock kommt! Heute zu Gast bei Markus Beyer, Büchsenmacher. Korrekt. Und wir sind im Erzgebirge im Sachsenländchen. Im schönen Freistaat Sachsen. So sieht's aus. Aber sag bloß nicht zu ihm, er sei in Sachse. Ja, aber warum? Das hier sind Erzgebirgler. Bergmenschen sozusagen. Richtig. Bergvölker. Erzgebirgler sagen auch nicht Moin, guten Tag oder so. Sondern? Glück auf. Du, klingt komisch, ist aber so. Ohne Spaß. Wir sind hier in der Glückauf-Region. Okay. Ja, man sieht es auch schon in den Bergen hier links und rechts. Ja, es sieht aber schön aus. Es ist ein bisschen wie in meiner nordhessischen Heimat. Ach, hör auf. Gefällt mir. Hör auf, nordhessische Heimat. Hier, das gelobte Sachsenland. Ja, das gelobte Sachsenland. Ja. Was jagen wir heute eigentlich? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Rehwild, hat er gesagt. Aha. Und nicht irgendwas, sondern auch reife Böcke. Ja, du meinst, er hat da klare Vorstellungen, ne? Er hat ganz klare Vorstellungen. Mhm. Er macht das noch so nach alter Vätersitte. Er sagt auch, Schwarzwild kann kommen. Schwarzwild ist ganz gut da. Es gibt ja Ecken, da ist er nicht mehr so doll. Also aber hier ist noch richtig, rieb so richtig Sauen. Rotwild kann vorkommen. Muffel leider nicht. Wäre noch nicht offen, aber sehen ist ja auch ganz schön. Und Raubwild. Ja, also kann einiges passieren. Und sag mal, du bist ja hier auch so Halbeingeborener zumindest, also zumindest Sachse. Sachse, aber okay, Erzgebirgler. Weil hier ist doch irgendwie, gibt es doch irgendein so Kunsthandwerk, ne? Was machen die hier? Irgendein Kunsthandwerk. Irgendwas mit Schnitzen. Hier wird geschnitzt. Weil die so viel Zeit haben, oder was? Die Winter sind lang. Hier schneit es auch noch. Vorm Ofen. Und dann weißt du, was machst du hier? Ne? Wenn du in deinem Tal sitzt, alles zugeschneit, kannst du nur noch schnitzen. Da war schon, siehst du, da war eine Eule geschnitzt. Da ist eine Eule geschnitzt, ja. Aber ich glaube, eigentlich wären hier mehr so Engelchen und der Förster und Räuchermännle. Ja, hoffentlich erlaubst du dir heute keinen Schnitzer, nicht wahr? Nee, ich gebe mir Mühe. Aber das gilt auch für dich, du. Stets bemüht. Ja, wir werden sehen, was passiert. Guck mal, da ist der Erzgebirgler. Natürlich. Jetzt einfach Glück auf. Glück auf. Grüß dich, mein Freund. Moin. Hallo. Moin. Ja. Nein. Ja, guck mal. Nee, ich hab davon gezeichnet. Ist nicht gut. Glück auf, wenn wir lieber. Ja? Ja, gut, Glück auf. Definitiv. Ich muss noch ein bisschen üben. Ja. Herzlich willkommen. Danke, traumhaftes Plätzchen hier. Ja, kann man so sagen, ne? Ist nicht schlecht. Ist halt eine schöne Ecke im Erzgebirge hier. In Schwarzbach. Hier gibt's schon ein paar Berge. Mhm. Ja, was ist das dahinter? Jetzt sag, ja, das ist der Fichtelberg. Im Ernst? Ja, na klar, höchster Berg Sachsens. 1200. Ja, nun wieder. 14. Er ist immer nur so schlau wie Google. Auf der Herfahrt gegoogelt? Ja, klar. Nee, und da drüben haben wir noch einen Scheibenberg. Scheibenberg? Noch nie gehört. Nee, kleines Hügelchen. So. Ja, also aber jetzt sind wir jetzt hier bei dir im Revier? Wir sind bei mir im Revier, genau. Ja? Und das geht hier so weit das Auge reicht? Ja, so. Bis ins Tal und drüber, der Gegenhang noch, das ist alles Schwarzbacher. Okay. Ja, genau. Also hier scheint ja die Fichte zu dominieren. Noch, ja, noch, genau. Man ist dabei, es umzustrukturieren, aber noch dominiert natürlich die Fichte, ne? Aus Bergbauzeiten und so weiter. Okay. Das ist ja ganz klar. Naja, aber man versucht ja schon Mischwald hier auch anzusiedeln und so, aber dauert noch ein bisschen. Ne? Ah ja. Wir wollen dir heute ein bisschen helfen, ne? Wir wollen dir heute ein bisschen Rehwild jagen. Und wenn du nicht helfen kannst, dann störe, ist ja mein Motto, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Das kann ich ja besonders gut. Ja. So. Genau. Ja, was machen wir jetzt? Wir gucken mal auf Rehwild raus. Sauen sind auch da. Mhm. Stecken natürlich in den Feldern, aber wir müssen mal gucken, was wir da so machen können. Aber ja, erstmal gucken wir aufs Rehwild. Mal gucken, ob die Böcke schon so ein bisschen suchen. Könnte schon langsam losgehen, ne? Mitte Juli kann das schon mal sein. Und ja, natürlich, wenn Raubwild kommt. Jungwild, ne? Haben wir jetzt gerade gelernt. Ja. Sind wir ganz vorsichtig, machen keine Fehler. Ja. Und sowieso. Ich bin ja ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Christian hat leicht gespoilert und meinte, du hättest dir irgendwas Gutes überlegt, wie wir ausknobeln können, wer dich begleiten darf. Ehrlich, hat er das schon verordnet? Ja, er hat gesagt, du hast dir was überlegt, aber nicht was. Also ich weiß es auch noch nicht, aber wenn er sich was überlegt, ist immer so eine Sache. ich hab schon ein bisschen Angst, weißt du? Ja, also okay. Ich habe ja gehört, auf alle Fälle einer von beiden hat es definitiv noch nie gemacht, was ich vorhabe mit euch.
Und ich würde mal sagen, da gucken wir mal, ne? Was denn? Gehen wir mal rüber zum Auto, ja? Ja, okay. Ist das nicht dein Ernst, oder? Ja, klar. Ach, komm mal mit. Oh Gott. Ja. Gefährlich. Oh, das Bergvolk, oh, oh. Ich sag dir, das Bergvolk. Ein Bogen. Was ist das für ein Teil? Ja, das ist ein schöner Compoundbogen. Und der, also das ist ein richtiger Jagdbogen. Ne? Aber ganz schön kleines Ding, ne? Ja, du wirst schon dann merken, dass da ordentlich Power dahinter ist. Ne? Ich habe weniger als Pfund. Ja. Okay. 70 Pfund Zuggewicht. Hast du noch einen Haselnuss stecken mit dem Bindfaden? Ja, das können wir uns vielleicht auch noch basteln. Mal schnell lieber Wurst, Blutfeuer essen. Aber wir haben ja hier so ein Release dazu. Okay. Ja, das machen wir uns ums Handgelenk. Besser gesagt, ihr, ich schieße ja heute nicht. Also ihr sollt ja ausschießen, wer hier... Ist ja wie so ein richtiger Abzug, ne? Ja, genau. Das ist wie ein, okay, ja, wie ein Feinabzug eigentlich. Ne? Okay. Also der geht wirklich ganz, ganz leicht. Und worauf schießen wir jetzt? Ja, ich würde sagen... Oh, standesgemäß. Nee. Er hat ein wirklich einiges vorbereitet. Ja. Eine Steckdose. Ja, genau so ist es. Okay. Ja gut, okay, also, dann machen wir das jetzt. Du zeigst müssen uns, wir wie das geht. Müssen wir auf irgendwas aufpassen? Man kann sich ja schon verletzen mit dem Gerät. Ne? Ihr müsst auf eure Arme Acht geben, also so, ne, dass ihr nicht komplett durchstreckt. Aber da passe ich auch auf, dass das nicht passiert. Ja, ich habe so muskulöse Unterarme, die wölben sich dann immer so. Ja, weißt du, das ist schwierig. Ja, aber dann bei dir vor allem, wenn die Sehne dran kommt, sind auch gleich durch. Genau, das und beim Ausziehen, dass ihr nicht so, ne, wie man es manchmal in Filmen sieht. Nicht, dass die, das Täubchen so runterkommt oder so. Ja, oder irgendwo anders der einspickt. Der, ja, fliegt, das der fliegt, der fliegt nicht. Das wäre nicht so gut, ja. Okay, du fängst an. Ich? Ja, bestimme ich jetzt. Du fängst an. Auf geht's, komm, ja, tu mal machen. Aha, aha. So, von wo schießen wir? Ich würde sagen, von dem Busch hier vorne. Okay, ja komm, dann. Dann geht's los. Greif dir mal das Gerät. Ich guck erst mal zu. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Und hoffentlich ist der, der Bogen ist auch gespannt. Ja, das ist schon mal gut. Kannst du ruhig die Wange richtig ranlegen an die Sehne? Ja. Oh, oh, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Das wird was. Oh, hinter den Teller. So, mein Freundchen. Der liegt. Glücksschweinchen oder was? Ah. Und das gleich beim ersten Schuss, ne? Ja, Wahnsinn, ey. Nicht schlecht. Ja, gut, okay, aber du weißt aber schon, dass die Wirbelsäule da Knick macht, genau, ne? Genau, genau. Das könnte einfach nur ein Nackentreffer sein, ne? Nackentreffer hier, Wirbelsäule, zack, ZNS, mein Freund. Schwere Nachsuche wird das sag ich dir. Ah, Küchenschuss. So, jeder Schütze zieht seinen Pfeil selber raus, ne? Ist das schwer? Nö. Wenn du das schon so sagst. Oh Gott. Ey, Junge. Ja, da ist Dampf dahinter. Puh, man merkt es auch. Ja. So, Sportfreund. Ja. Scheiße. Ja. Warte mal. Ich rieche Angst. Mhm. So? Ja, genau. So. Also Unterarm nicht durchdrücken. Ne? Ja. Ein bisschen eingeknickt lassen und dann mit der rechten Hand. Du weißt ja sonst, aua. Ja. So, meinst du, ich krieg den... Ach nee, halt. Genau. So. Aha. Jawohl. Meinst du ganz schlecht dran. Jetzt muss ich ihn erstmal gespannt kriegen, ey. Das ist so meine Sorge. Ja. Okay? Nicht nur deiner. Ach, guck mal. Oh, verdammt nochmal, ey. Ey, ist schon schwer. Ja, das ist schon schwer. Ich kann mal an die Wand ziehen. Jawohl, genau. Ich gucke durch Piep. Das war der Starnke Spezial. Immer ein bisschen hoch. Aber der fällt um, weil da ist die Wirbelsäule. Da fällt gar nichts um. Ja. Ich gebe hier, dir das Kameramann, ein Stück mal. Das gucken wir uns ganz geil, genau an. Aber danke. Geile Nummer. Ey. Ja, guck mal. Durch die Bossen. Ja, ich hätte dem nur oben den Kamm rasiert. Ja. Friseurschnitt, kostenlos. Ja. Sieht gut aus, aber gut, Schaden hättest du nicht gemacht. Aber wir fassen mal zusammen, wir haben das Schwein zumindest beide getroffen. Wir sind ein Team, das fassen wir mal zusammen. Ja, das stimmt. Ach, ja. Das stimmt, ja. Stimmt, ja. Viel Spaß mit ihm. Ja. So, jetzt hast du ihn mal rausziehen, aber so schwer ist das nicht durch die Bossen. Guck mal, warte. Oh, er will es aufbrechen. Verletz dich bitte nicht. Guck mal. Ja. Korrekt. So, Grunzi nehmen wir mit. Ja, Grunzi können wir mitnehmen. So, also ganz herzlichen Dank. Sehr coole Challenge. Gerne. Sehr coole Challenge. Vielen Dank. Was, Kopier, schaffst du es doch gar nicht. Nee. Eben das Spannende. Nimmst du mein Telefon, hätte mir schon, Schwein? Hätte mir schon fast alles gerissen. Weil das ist nämlich meins. Bei mir ist nämlich gelegen. So. We'll be right back.
geschafft auf dem Weg zum Sitz. Die anderen beiden haben wir gerade verabschiedet. Markus hat mich ja noch eingewiesen. Und was ihr schon häufiger ja bei mir gesehen habt, ich habe immer den Schießstock dabei. Ja? Wenn man beim Angehen irgendwie auf Wild trifft und so weiter, man hat manchmal nichts zum Anstreichen. Also Schießstock habe ich immer dabei oder auch zum Auflegen auf dem Sitz, auch wichtig. Dann ganz kurz, was hier zur Waffe. Also erstmal Minox-Glas ist hier drauf, ein 3-15x56. Da stellen wir jetzt erstmal weiter runter. Hier ist ein Pirschweg, der geht auch so ein bisschen durch den Wald. Drehe ich erstmal auf 6-fach runter, dass ich schnell reagieren kann, falls hier irgendwo schon wild in Anblick kommt. Der Markus hat gesagt, ich kann auch hier was erlegen, wenn es passt. Ne? Die Waffe ist noch nicht geladen, die lade ich gleich, entlade die nochmal, wenn ich auf den Sitz gehe. Ansonsten, das ist eine Mauser M18 und zwar mit einem Fenris-Schaft. Ja, das ist ein GRS-Schaft. Viele von euch werden es schon kennen, GRS-Schäfte haben diese verstellbaren Features. Ja, also du kannst praktisch die Schaftkappe hinten in der Länge verstellen, dann kann man das ein bisschen an die Größe des Schützen anpassen. Und was ich auch super wichtig finde, ist verstellbarer Schaftrücken, um eben auch direkt gerade durchs Glas durchgucken zu können und einen ganz satten Anschlag zu haben, weil die meisten Waffen sind für die offene Visierung geschäftet. Dementsprechend ja, ist es natürlich super mit so ein bisschen technischeren Schaft, kann man einfach präzise schießen, ist nicht jedermanns Sache. Ich persönlich denke, alles, was der Waldgerechtigkeit dient, also dem präzisen Schießen, ist gut. Und der ist hier in so einem Grün gehalten, hat hier ziemlich griffige Riffelflächen, hat einen schönen steilen Pistolgriff. Ja, ist auch wichtig, dass man den Finger hier super in Abzug bringt. Ansonsten Schalldämpfer drauf, 308, 51er Lauf, VK um die 1,9. Allerdings nur die Waffe, ja, ohne Glas und ohne Schalli. So, und jetzt gehen wir zum Sitz, nicht, dass da schon was steht. Schon ein bisschen was gesehen vom Revier. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen, wie groß ist das und was sind hier die Hauptwilder an? Also wir haben 660 Hektar Jagdpacht in Schwarzbach hier und sind 3 Jagdpächter. Mhm. Haben das so unter uns ein bisschen aufgeteilt und Hauptwildart ist Rehwild. Okay. Und Schwarzwild ist ja im Kommen immer mehr natürlich. Okay. Ja, überall. Es jammern ja alle, es gibt keins mehr, aber hier ja, schon doch, so. doch. Ja? Also muss man sagen, eigentlich alle hier im Erzgebirge, muss ich sagen, können sich nicht beklagen über das Schwarzwild. Okay. Mhm. Ja, die Strecken, die sprechen da für sich. Okay. Ja. Erzgebirge, ist ja auch Rotwild ein Thema? Habt ihr Rotwild? Hier direkt nur ab und zu mal. Wechselwild. Ne? Also Wechselwild, mhm. ne? Aber wirklich ganz, ganz sporadisch Richtung tschechische Grenze natürlich dann mehr. Ne? Okay, wie weit ist das bis Tschechien? Ja, das sind so Luftlinie 8 Kilometer. Ach, im Ernst? Ja, ach so, ist das der Fichtelberg und dahinter? Genau, richtig. Ja. Also hinterm Fichtelberg. Ja, da ist wird dann ja noch ein bisschen anders mit Rotwild umgegangen. Ne? Da kommt doch ab und zu mal was rüber. Durchaus, ne? ja. Da kommt schon noch ein bisschen was von Tschechien rüber, genau. Ja, ja. Ja. Tschechien, denkt man natürlich auch an Muffelwild. Habt ihr Muffel? Hier nicht. Bei den Tschechen drüben schon, aber jetzt hier im Miriquidi, sage ich mal, im Erzgebirgswald nicht mehr. Nee. Also nicht mehr, aber es nicht gab mehr. Es gab, schon. Es gab, ja, es okay. gab ja, vor 1990 ja, gab es da schon noch Muffelpopulationen. Ah, ja. Ja, genau. Das ist hier ein typisches Beispiel für ein schönes, abwechslungsreiches Revier. Auch der Blick ist einfach traumhaft, ne? Also hier rüber auch wieder Richtung Fichtelberg. Das ist schon, das sind einfach die schönen Momente auch bei der Jagd da, ne? Draußen zu sein, die Natur zu genießen. Wie gesagt, abwechslungsreiches Revier hier. Wiese vor mir gemäht, ist aber schon wieder was gewachsen. Klee sehe ich hier, ne? Also gute ESO. Rechter Hand ist ein Feld mit Grannweizen.
kleines Wäldchen vor mir, kleines Wäldchen hinter mir. Also im Prinzip, das ist so eine Stelle, hier kann alles kommen. Ne? Hier kann vom Fuchs natürlich hier auf die Wiese, hier können Sauen kommen. Wenn er natürlich hier im Grannenweizen, die nehmen den zwar nicht so gerne. Ich habe aber auch schon genug Fälle gesehen, wo die sich den reingezogen haben. Also das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was die sonst ringsrum finden. Gut, Rehwild ist klar, ne? Die können hier in dem Grannenweizen drin liegen, hier auf die Esungsfläche ziehen. Die können auch in den kleinen Wäldchen hier liegen. Also das ist wirklich so eine schöne, abwechslungsreiche Stelle hier. Und ja, bin eigentlich guter Dinge. Ne? Wetter ist top. Also eigentlich ist alles angerichtet. Jetzt hast du ja gesagt, Rehwild ist hier die Hauptwildart. Ja. Bewirtschaftet ihr das richtig oder schießt du, was kommt? Nee, also einige hier im Erzgebirge bewirtschaften schon das Rehwild noch vernünftig. Okay, also nach alter Federsitte. Ja, ne? So wie man das früher mal gemacht hat. Mhm. Und also ich persönlich, ich schieße nicht jeden Bock einfach tot, ne? Weil er kommt und weil ich ihn das erste Mal sehe, sondern bei mir werden die Böcke schon alt. Ne, die dürfen alt werden. Alt ist bei dir alt was? Alt ist 6 plus. Okay, ne? Das ist wirklich also, alt. Ja. Also das versuchen wir schon. Ja, bei vielen ist er 3 Jahre alt. Ja, aber ja. 3 Jahre ist einfach ein blutjunger Bock. Ja, richtig. Ja. Ah, okay, aber es war ja, ich weiß ja, du hast ja auch schon richtig starke Böcke geschossen. Mhm. Gab es ja eigentlich schon immer starke Böcke? Oder? Nee. Also ich habe vor 12 Jahren das Revier übernommen. Mhm. Ne? Und da war der Rehwildbestand sehr gut, was die Anzahl an. So, ich sehe schon, oder so, klasse und sehr gut. Genau. Ja, also sehr hoch, sehr hoch, zu hoch oder? Sehr hoher Rehwildbestand, okay. Gerade auch beim weiblichen Wild, ein Überhang, und, also ein drastischer Überhang. Okay. Und es wurden halt, ja, einige haben das früher halt auch so bewirtschaftet, dass eigentlich nur Böcke geschossen worden sind. Oh, okay. Ja? Und dann hat man halt einen relativ großen weiblichen Überhang. Und da habe ich halt festgestellt, dass das auch nicht gut ist für die Population. Ja, die Folgen kennt man ja. Ne? Das ist ja, man meint es ja gut. Ne? Ja. Oder hat man es früher, hat man es gut gemeint? Genau so ist es. Viel Rehwild, schießt bloß nicht die Ricken. Richtig. Das Ergebnis ist ja, es werden mehr. Ja. Na? Und dann, was passiert? Wildbestgewichte gehen runter. Gehen runter, Knopfer, Spießer. Richtig. Ja. Okay, ja. Also das hast du übernommen in diesem Status. Ja. Was hast du dann gemacht? Und dann habe ich angefangen, das weibliche Wild ordentlich zu bejagen. Ne? Also auch mal ein Schmalreh mehr zu schießen und ein weibliches Kitz. Ne? Wenn eine Ricke mit 2 Kitzen kommt, dann wird halt das Schwächere, wenn es geht, das weibliche geschossen. Mhm. Bei den Böcken halt so reguliert, dass man sagt, okay, bei den Jährlingen versuchen halt die ganz Schwachen halt auszusortieren. Ganz schwach hieß dann was? Hieß damals natürlich Knopfböcke und Spießer. Okay. Radikal, also auch von der Menge her sehr viel also geschossen. Also solange wie es Knopf und Spießer gibt, immer schießen. Okay. Ne? Und irgendwann wurden die Wildbrettgewichte mehr. Mhm. Ne? Also das Wildbrett wurde stärker. Wie lange dauert das ungefähr? Wie war das also das hat durchaus schon 4, 5, 6 Jahre gedauert. Schon ein bisschen, das dauert schon ein bisschen. Ja. Okay. Genau. Also die Population sich dann so erholt, sage ich mal. Ne? Ja. Das dauert schon ein bisschen. Ne? Mhm. Und da muss man ein bisschen dranbleiben und darf da nicht gleich erwarten, dass es nach einem Jahr oder nach 2 Jahren dann hier die starken Böcke gibt, ne? Weil wo wollen die herkommen? Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber meistens ist es ja so, dass man Mitte Juli schon die ersten Videos per WhatsApp oder wie auch immer zugeschickt bekommt von treibenden Böcken, suchenden Böcken. Und das ist auch ganz logisch, weil die Ricken werden ungefähr so knapp 70 Tage nach dem Setzen werden die wieder brunftig. Ja? Und es gibt ja tatsächlich auch Ricken, die extrem früh setzen. Ja? Also klar, die meisten setzen irgendwann, ich sag mal Ende Mai, Mitte, Ende Mai. Gibt aber auch welche, die setzen Anfang Mai oder vielleicht sogar schon Ende April, wenn die ganz früh dran sind. Und dann kommen wir natürlich jetzt Mitte Juli schon in den Bereich, wo die ersten Stücke brunftig werden und dementsprechend auch schon die Böcke natürlich suchen und auch vielleicht schon das ein oder andere Stück beschlagen. Ist jetzt natürlich nicht die eigentliche Blattzeit, ja, was wie der Jäger das bezeichnet. Das ist, geht dann schon eher Richtung August natürlich, ne, wenn die richtig aktiv sind, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich jetzt durchaus schon mal den Blatter mitzunehmen. Kann ja sein, dass man einen Bock in Anblick bekommt. Oh, eine Katze da unten. Ich dachte gerade schon, was ist das? Aber es ist nur eine Katze. Dass man einen Bock in Anblick bekommt
Und der ist dann einfach zu weit weg und dann kann man auch durchaus versuchen zu blatten. Man macht da nichts kaputt. Ja? Also dieses ist ein Irrglaube. Wenn es heißt, ja, und nicht zu früh blatten und man verblattet die Böcke und so weiter, das ist Quatsch. Ich würde jetzt Mitte Juli hier nicht blatten wie in der eigentlichen Blattzeit, also hier nicht richtig die ganze Zeit Alarm machen. Kann jeder machen, wie er will. Wie gesagt, kaputt machen tut man nichts. Vom Gefühl her würde ich es nicht machen. Aber ich sag mal, wenn jetzt gar nichts geht oder so, würde ich schon mal zum Ende hin ein bisschen piepsen. Oder eben, wenn einer zu weit weg ist. Ne? Aber dieses Verblatten, also das ist Quatsch. Ihr könnt einen Bock natürlich verblatten, wenn ihr blattet und der erregt euch, ja, der kriegt euch spitz und ihr blattet dann weiter. Dann kann er natürlich dieses Blatten mit dem Jäger, also mit euch in Verbindung bringen. Ne? Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten keine falsche Scheu. Ja, probiert es einfach aus. Jetzt haben wir schon von deinen starken Jährlingen gehört, von den 6er Jährlingen. Mhm. Wenn die mal reif sind, ne? Mhm. Also das ist ja reif 6 plus. Ja. Wie sehen die denn hier aus? Also die richtig guten, gut veranlagten, mhm. Die es auch bis dahin schaffen, ne? Mhm. Die können dann durchaus über 500 Gramm haben. Ne? Netto? Netto, ja. Das heißt mit ganzem Schädel? Ja. Also ja, 560, 580 Gramm, ja. Also mein Stärkster, der hatte 565 Gramm. Ja, krass. Ja, ja, das sind schon für Erzgebirgsverhältnisse wirklich, ja, auf wirklich viel, stark. Auf wie vielen Metern sind wir hier? Wie hoch ist es? Wir sind hier im Schnitt so auf 550 Meter Höhe. Ne? Und auch die Winter sind ordentlich und das merkt man durchaus. Ne? Was haben die denn Wildbrettgewichte? Also die stärksten vom Wildbrett her haben so 22, 23 Kilo. Also das sind schon richtige Klamotten. Ja. Mhm. Ja, aber das ist wirklich erst, wenn sie richtig reif sind und da sprechen wir halt wirklich hier über 5-, 6-, 7-jährige Böcke, die dann auch das Wildbrettgewicht erreichen. Ne? Ja. Und diese alten Böcke, wie ist das? Kennst du die oder kanntest du die oder erkennst du die wieder oder wie machst du das? Ja. Also durchaus die meisten alten Böcke kenne ich. Mhm. Ne? Und klar gibt es hier und da mal einen, der halt zuwandert, das ist ganz normal, ne? Den man halt nicht kennt. Wahrscheinlich meistens zur Brunftplatzzeit. Ne? Genau, kurz vor der Brunft. Zur Brunft, ne? Genau so ist es, dass da irgendwo einer noch sucht und die Reviere halt durchstreift, sag ich mal. Ne? Und ja, und das sage ich dann auch immer zu den Jägern, die halt mich auch fragen, ja, wie erkennst du einen alten Bock? Ne? Und, ist ja nicht ganz einfach. Das ist nicht ganz einfach und ich sage dann immer, also wenn du einen Bock siehst, und hast Zweifel, ob er alt ist oder nicht, oder musst du dir zwei, dreimal angucken, dann ist er nicht alt. Ja. Ja, also einen alten Bock, das ist wie beim alten Hirsch. Ne? Ja. Da guckst du einmal eigentlich hin und dann denkst du, boah, was ist das denn? Ne? Und da reden wir jetzt nicht nur von der Geweihstärke, sondern einfach nur vom Habitus. Wie tritt der aus? Ne? Und wie gibt der sich? Und das sind meistens Bruchteile von ein paar Sekunden oder sowas. Ne? Mhm. Und dann weiß man, okay, das ist ein alter Bock. Ja, es ist wirklich ein total schönes, abwechslungsreiches Revier hier. Und auch gerade so dieser Fernblick. Ich mag das ja total, wenn man ein bisschen gucken kann. Das Auge jagt ja mit. Wie beim Essen, ne? Wenn das ein bisschen schön aussieht, dann macht das gleich alles viel mehr Spaß. Blauer Himmel, ein paar Wolken, also es ist ein Traum und das macht ja auch Jagen aus. Ne? Draußen in der Natur sitzen, das Ganze genießen. Ne? Die Vögel, einen Schwarzstorch eben gesehen. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Schwarzstorch gesehen habe. Ich war total überrascht. Ich muss erst mal dreimal hingucken, aber es war wirklich einer. Also im Prinzip kann ich wieder nach Hause gehen. Hat sich schon gelohnt, der Ansitz. Ne? Ja, das sind so die tollen Sachen. Und ja, gut. Gucken wir mal, was noch passiert. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus hier. Du bist ja nicht nur Jäger und Pächter, sondern du hast ja auch mit Waffen viel zu tun. Ein bisschen. Genau. Wie hast du denn angefangen? Du bist ja Ingenieur, was? Diplom-Ingenieur. Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Maschinenbau, genau. Also Maschinenbau. Fachrichtung Konstruktion, Maschinenbau, so ein typischer Maschinenbau. Ne? Okay. Genau, habe in Dresden Maschinenbau studiert, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, habe dann noch einen Schweißfachingenieur nebenbei mitgemacht. Und Schweißen, da kannst du mir ja irgendwas zusammenschweißen. Ja, auch das. Das ist im Problem. Griff. Ja, das denke ich, habe ich im Griff. Ja. Und dann bin ich in meinem 5. Studiensemester, habe ich gedacht, ja, eigentlich wäre es cool, das Praxissemester vielleicht bei einem Waffenhersteller zu machen oder sowas. Und dann bin ich tatsächlich nach mehrmaligen Anläufen irgendwann nach Isny gekommen. Ach nee. Genau. Aha. Mhm.
Und da hast du was gemacht? Und da hast du mal reingeschnuppert? Ich durfte zum Beginn nicht gleich in die Konstruktionsabteilung, was eigentlich mein Wunsch war. Mhm. Ne? Haben sie gesagt, dass man mal ein bisschen gucken muss, ne? Ob er den auch... Wollen Sie das mal gucken, wer da kommt aus dem Erzgebirge. So ist das, ne? Ob der auch was taugt. Ja, ne? Ja. Und dann habe ich mein Praxissemester in der Betriebsleitung gemacht. Mhm. Und und dann haben sie gesehen, okay, das könnte vielleicht doch ganz gut funktionieren. Das ist nicht der schlechteste Jungen, Mann. Ja, vielleicht. Ne? Ja. Und dann durfte ich tatsächlich meine Diplomarbeit noch dort schreiben. Oh. Und bin über diesen Weg dann zum Büchsenmacherhandwerk sozusagen gekommen. Mhm. Habe dann meine Waffenherstellungslizenz beantragt, mhm. die ich dann 2012 bekommen habe. Mhm. Und habe mich dann mit einer Büchsenmacherwerkstatt und als Waffenhersteller quasi selbstständig gemacht. Waffenhersteller, genau. Also kannst du auch selber konstruieren, ja, bauen, klar. Machen. Also Waffe bauen ist kein Ding für dich. Ist kein Ding, machen wir alles. Spezialisiert haben wir uns auf Mündungsbremsen, Mündungsgewindeadapter, mhm. ja, so Zubehörbau, ja, Teile, Kammergriffe. Das ist jetzt wichtig geworden, so seitdem hier Schalldämpfer und genau, so weiter. Und genau, richtig. Okay. Ja, und Schalldämpfer auch. Wir sind gerade in den letzten Zügen beim 3D-gedruckten Titan-Schalldämpfer. Ich habe da schon was gesehen. genau. Ja. Ja, Titan. Titan, ja. Okay. Genau. Titan, 3D-gedruckt, sind der Laserverfahren. Mhm. Und das ist schon das guckt man sich die Spitze des Eisbergs, genau. Ich habe schon. Genau. Ja. Kann man nicht sehen, ne? okay. okay, wir sind auch wegen der Rehe. Ja, natürlich. Ja. Ja. Okay. Und wie sieht das so, die übliche Arbeit aus? Hast du auch Kundenbetrieb oder machst du vor allen Dingen Herstellung, Fertigung? Wir machen wirklich, oder ich mache wirklich zu 90% Fertigung, vertreibe meine Produkte über einen Online-Shop, auch B2B, also an andere Händler und andere Büchsenmacherwerkstätten und sowas. Das ist immer mehr geworden in den letzten Jahren. Und ja, natürlich mache ich auch Reparaturen und mal eine neue Waffe, aber so der so richtig der Handel und so, das ist eigentlich nicht so mein Thema. Ne? Also meine, du bist mehr der mit den Händen was macht und so und tüftelt. Ne? Und ein bisschen paar Reparaturen mache ich auch schon mit. Aha, einmal Tüftler, immer Tüftler. Genau, so ist es. Ne? Also Ingenieur halt. Ne? Ingenieur. Genau. ja. Ja, interessant. Mhm. So, mein Lieber. Top Esungsfläche, super Sitz. So ist es. Aber kein Reh gesehen. Heute kein Anblick. Also. Der Wind war aber heute auch tricky, ne? Ja. Mal von links, mal von rechts. Da hat immer von vorne und von hinten. Ja, die zwei Hasen haben es uns nicht übel genommen. Nee. Ich denke, die Wachteln. Das Highlight des Abends, die Wachteln. Richtig. Was machen wir jetzt? Jetzt hauen wir ab. Jetzt hauen wir ab. Jetzt und gucken wir uns. Und gucken wir vorher erstmal, nee, die können den Schlanker noch sitzen lassen. Ja, den Schlanker können wir noch sitzen lassen. Wollen wir morgen früh. Wir gehen erstmal was essen. Wir gehen erstmal was essen. Ne? genau. Ich glaube, du hast da sowas vorbereitet. Ja, ich habe einen kleinen Wildgulasch vorbereitet. Oh. Ja. So, dann lass mal. Los geht's. Na, hau mal ab. Also dann. Lassen die Böcke in Ruhe. Genau. Wir hätten heute kommen wieder. Daten. Genau. Meinst du, der kleine Specht findet uns? Ja, ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Man hört da schon irgendwas tapsen, ne? Ach, gucke. Das klingt nicht als aus der finsteren Erzgebirgsnacht. Was ist denn hier los? Meister? 20.000 Watt oder was? Ja, ja klar. Viel hilft hier. Aufbrechlich. Junge, hier war was los. Und? Was denn? Warte, lass mich halten. Nicht? Falsch. was denn? Erst kam eine Minker. Oh. Ja, und? Get-T-Shirt. Dann kam noch eine Minka. Oh. Dann kam Lampe. Meister. Oh. Auch der. War bei uns auch. Ja, hat man auch. Schwarzstorch. Im Ernst? Ja. Yeah, den wir am Ort gesehen hatten schon mal? Vielleicht. Oh, Schwarzspecht. Das ist so groß. Ich sag jetzt nicht, was ich sage. Das hatten wir vorhin schon. Schwarzstorch. Nee, aber ihr habt ja Beute gemacht, ne? Ja, ein Wildschwein. Plastisau. Ja, vielleicht nicht so lecker, ne? Komm schon. Ja. So ein 3D-Schweinchen. So wie gegart, wird das auch weich. Schauen wir bei euch. Ja. Erzähl du, ich konnte mir nicht alles merken. Zweimal Meister Lampe. Und sonst nix. Mücken ohne Ende. Echt? Wind hat aber auch ein bisschen gedreht. Ja. Da oben waren keine Mücken, das war angenehm. Ja. Super Esungsfläche, alles tipptopp, aber. Ja, sollte nicht sein heute. Tja. Das ist die Ruhe vorm Sturm. Meistens, ja, wahrscheinlich. Ne? Die Blattzeit noch eine Woche hin, zwei. Ja. Ist wahrscheinlich richtig Alarm. Ja. Richtig. Und davor ist immer ein bisschen Ebbe. Aber das ist so. Wir wissen jetzt, wie das Rehwild läuft. Das ist auch schon mal was wert. Ja. Ja, auf 4 Läufen. Mhm. Tja. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Ja. War trotzdem cool, war echt schön. Schöner Abend. Mhm. Denke ich. Jetzt ist ja noch nicht ganz vorbei.
Das ist gut. Jetzt kommt ja der beste Teil. Ja, dein Magen hat ja, vielleicht lag es auch an deinem Magen. Nee. Der Kameramann. Ja, schon eine ganze Menge was keiner sieht, wer richtig Kohldampf hatte, ist der Kameramann. Das stimmt allerdings, ja. Da hat er Magen schon die ganze Zeit geknurrt. Aber der hat immer Hunger. Ja. Wie so ein tasmanischer Teufel. Ja. Okay, das heißt, sagen, wir gehen jetzt was essen. Gehen jetzt was aufsitzen, essen. Ja. Abrücken, essen, fassen. Ja, das habe ich dir nämlich noch nicht erzählt. Im Erzgebirge ist ein sehr geselliges Völkchen. Ja, das ist gut. Mhm. Ja? Ja, ich denke, da warten schon ein paar auf uns. Na dann, ja, fahren wir mal hin. Morgen so früh aufstehen muss. Ja, korrekt. Ja. Also, wir folgen dir noch fertig. Jawohl. So Jungs, kommt mal rein. Ich will euch mal zeigen, was wir heute hätten sehen können. Oh, na? Hätten. Hätte, ja. Ihre Fahrradkette. Ja, guck mal so. Ja, solche Böcke. Darf man es anfassen? Ach, natürlich. Darf oder hier, du? Nur gucken, nicht anfassen. Kennst du doch schon. Solche Böcke wachsen bei uns. Oh, im Erzgebirge. Ja, aber die Aufsprossen sind, ne? Wie bei dir so ein bisschen. Ja? Die sind auch so lange. Also lange wie lange bei meinen Rehböcken. Ja. Aber das ist aber schon, ja, das ist aber schon gewaltig. Ne? Knapp an der Goldmedaille vorbei mit seinen 565 Gramm. Ja? Ja, leider. Aber naja. Ah, so ist das ein Achter? Ne? Ja, ein gerader Achter. Kann man aber gelten lassen. Ja. Hast du den gekannt? 6 Jahre alt? Ja, den habe ich gekannt, seitdem er ein Jährling war. Im Ernst? Ja. Oh, das ist natürlich großes Kino, ne? Das war schon großes Kino, ja. Oh, Hammer. Hammer. Ein Ach, gerade Achter, was erkennst du immer mehr. Ja. Bitte? Und der hatte tatsächlich mit 4 Jahren noch einen regelmäßigen Sechser, also keine Andeutung von einem Achter. Ja. Ja. Also, haben wir vorhin zu besprochen, das Warten lohnt sich. Das Warten lohnt sich definitiv. Ne? Merkt ihr das? Nicht so gut warten. Ja, so Hammer. Ist das. Nee, schön, dass man das nochmal sehen konnte. Leider haben wir heute keinen davon gesehen, aber... Vielleicht das nächste Mal. Aber jetzt gehen wir Futter fassen, habe ich gehört. Jetzt gehen wir Futter fassen, jetzt gibt es einen kleinen Wildgulasch. Oh. Und ja, und dann sind wir wieder ein bisschen gestärkt. Sehr gut. Da geht was. Sehr gut, sehr gut. Ja. Und ich würde auf alle Fälle nochmal zur Community sagen, abonniert den Kanal auf jeden Fall, lasst ein Like da, damit ihr keine Folge verpasst. Und ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weidmannsheim.